Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem neuen Unboxing, das ich eigentlich als erstes hätte machen sollen, aber ich habe jetzt schon die Glossy Box Kill Edition, die Goodie Box Crush Edition und die My Little Box angeboxt. Das sind insgesamt 10 Boxen heute, das heißt die Hälfte habe ich jetzt schon geschafft, jetzt kommt die andere Hälfte dran. Und jetzt sind wir bei der Fairy Box. Die Fairy Box kommt online. Die kommt wahrscheinlich noch, also die Kills ist wahrscheinlich schon online, aber die Fairy Box kommt auf jeden Fall vor den Goodie Boxen, denke ich mal. Und vor der My Little Box. Die auch als erstes kam. Es ist einfach so, sie liegt leider schon sehr lange bei mir. Habe ich in den anderen Videos auch gesagt. Es ist leider so, dass ich diesen Monat, die erste Woche hatte ich Urlaub, da habe ich nichts gemacht. Da war die Fairy Box ja schon da, die anderen Boxen noch nicht. Und die Wochen drauf war ich weg, bin einfach nicht dazu gekommen. Und deswegen haben sich die Boxen jetzt ein bisschen bei mir gestapelt. Mein No-Buy mache ich natürlich. Ich habe bis jetzt noch keine Kosmetik gekauft. Es sind maximal 5 Boxen im Monat, beziehungsweise diesen Monat ist es tatsächlich eine mehr, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich die Crush Edition auch noch habe. Das werde ich nächstes Mal berücksichtigen, wenn die kommt, und zwar im April, da wird auf jeden Fall keine andere Box gekauft. Genau. Jetzt kommen wir zur Fairy Box. Fairy Box ist angekommen und die werden wir miteinander natürlich wie immer auspacken. Auch wenn es etwas spät ist. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Würde mich sehr freuen. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt und auch noch ein paar andere Videos. Schaut auf jeden Fall vorbei. Würde mich sehr freuen. Das Awesome Beauty Gewinnspiel ist auf jeden Fall online. Das Action Gewinnspiel. Ja, wir machen die Box einmal auf. Guckt uns eh gleich was entgegen. Aber werfen hier noch ein paar Bubbles raus. Und so sieht das Ganze hier aus. Da ist auf jeden Fall eine riesige Packung drin. Bin ich gespannt, was das ist. Und wir ziehen ein anderes Produkt, genau. Ein Produkt nach dem anderen raus. Und es ist anscheinend auch wieder hier ein Goodie drin. Das heißt, wir fangen an. Das erste, was wir haben, ist eine etwas größere Verpackung. Und zwar von Apeiron wieder was. Natural Care Bio Sesamöl, Organic Sesamöl. Hochwertiges Öl für die Haut- und Gesichtspflege. Hier steht's. Bio Sesamöl. Gilt schon sehr lange als traditionelles Massageöl und wird gerne im Rahmen von Entgiftungskuren innerlich und äußerlich angegeben. Da kann man das essen auch. Es gehört zu den klassischen ayurvedischen Ölen und wird auch häufig für das traditionelle Ölziehen verwendet. Das ist doch das, wo man es durch den Mund nennt. Das ist jetzt nichts für mich. Ich glaube, da würde ich kotzen. Das wärmende, durchblutungsfördernde Öl pflegt trockene und empfindliche Haut wieder herrlich weich und verleiht ihr ein angenehm beruhigendes Gefühl. Es zieht schnell ein und eignet sich hervorragend für empfindliche Babyhaut. Während der Anwendung umhüllt sie einen angenehmen, nussiger Duft und trägt zur Entspannung bei. Nussiger Duft finde ich toll. Genau, Anwendung als Pflegeöl für Körper, Gesicht oder entspanntes Massageöl eignet sich auch hervorragend als Basisöl für selbstgemachte Naturkosmetik. Hört sich ja toll an. 99% Bio im Gesamtprodukt zertifizierte Naturkosmetik. Ab Heiron wissen wir, ist toll. Da hatten wir ja auch schon einiges drin. Und so sieht das Öl einmal aus. Ist eine Glasflasche auf jeden Fall. Sieht mega hochwertig aus. Das wäre halt toll gewesen, wenn man das zum Kochen hätte verwenden können. Aber nein, dafür ist es nicht. Aber ich finde es cool, werde ich sehr gerne testen. Wir gucken einmal hier drauf. Natural Care Bio Sesamöl Original 75 ml, kostet 7,95 €. Das finde ich tatsächlich okay. Für einen entspannten Start in das neue Jahr. Verwöhne dich von Kopf bis Fuß und mit diesem hochwertigen Sesamöl. Es gehört zu den klassischen ayurvedischen Ölen und wird gerne im Rahmen von Entgiftungskuren innerlich und äußerlich angewendet. Und auch für das traditionelle Ölziehen verwendet. Ist ja auch das, was hier schon drauf stand. Das wärmende, durchblutungsfördernde Öl pflegt trockene und empfindliche Haut, wird herrlich weich und verleiht ein angenehm beruhigendes Gefühl. Es zieht schnell ein und ein angenehm nussiger Duft trägt zu deiner Entspannung bei, auch für Babyhaut geeignet. Ja. Finde ich cool. Klimaneutral auf jeden Fall, 75 ml sind das. Werde ich sehr gerne verwenden. Vielleicht auch für die Massage. Ich liebe nussigen Duft. Ich werde es bestimmt für Massage verwenden. Ich liebe Nussduft. Dann haben wir etwas, was ich nicht rausbekomme hier, was doppelt ist. Und zwar von La Brains, Inspiration and Science. So, zwei Sachen sind hier oft drin. Hallo ihr Lieben, wir sind Labras, die Marke für natürliche Dermokosmetik aus Lettland. Wir haben speziell für die empfindliche Haut eine ganz besondere Geschenkbox vorbereitet, in der ihr zwei unserer exklusiven Produkte findet. Und zwar erstens einen Ölmilch-Gesichtsreiniger 10 ml. Er hinterlässt nach der Reinigung ein schützendes, nicht fettendes, feuchtigkeitsspendende und nährende Schicht auf der Haut. Na ja, große Packung, also ziemlich schon 10 ml auf jeden Fall. Und das hält bis 10.24 ist noch lange. Und dann haben wir noch einen ABC Deep Nourishing Cream 10 ml, kann auch als Gesichtsmaske verwendet werden. Die Creme enthält Antioxidantien, Bakuchiol, Vitamin C und Ceramide, ABC. Die nährende Creme stellt die Lipide und die Schutzbarriere der Haut wieder her und schützt die Zellen vor vorzeitiger Alterung und beugt Hautentzündungen und Faltenbildung vor. Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt und mit viel Liebe zur Natur hergestellt. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen. Teilt uns ein Feedback mit, also kann man auf Instagram, Facebook oder YouTube oder Pinterest machen und lasst uns an eurer Erfahrung teilhaben. Cool, so ein Doppelset.
finde ich ja auch eine tolle Idee. Das werde ich sehr gerne testen. Da bin ich echt gespannt drauf. Also die Marke, die sagt mir gar nichts, aber finde ich toll, dass man da so ein kleines Set bekommt. Und zwar, ach ja, okay, die zwei stehen extra. Aus Lettland kommt diese wundervolle Produktset zu dir. Labras Cleansing Gel, Reisegröße 10 ml, kostet 9 Euro. Und das andere, also diese Nourishing Cream, Reisegröße 10 ml, kostet auch 9 Euro. Ist schon teuer für so eine Reisegröße. Wir kommen zum Cleansing Gel. Die einzigartige Kombination aus nordischem Bio-Sapropel, gewonnen aus Moorpflanzen, produzierten Süßwasser, Seeschlamm und Mineralien, reinigt und entgiftet deine Haut. Propel absorbiert Fette und Schadstoffe, ohne die Haut ihre natürliche Feuchtigkeit zu nehmen. Während das enthaltene Betain die Wassermoleküle bindet. Schmutz und Unreinheiten werden beseitigt, ohne zu reizen. Ideal als für empfindliche und unreine Haut. Tipp: auf die angefeuchtete Haut auftragen, aufschäumen und mit leichten kreisenden Bewegungen im Gesicht und auf den Hals einmassieren, gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen. Genau, und dann kommen wir zu der Nourishing Cream. Also es sind jetzt gleich zwei Produkte hier. Das heißt, wir haben jetzt drei Produkte. Perfekt für die Winterzeit. Die Kollagen stimulierende ABC-Creme sorgt für Antioxidantien, Bakuchiol, Vitamin C und Ceramide ABC für eine gute, geschützte, strahlende und gesunde Gesichtshaut. Mit Squalen und natürlichen Ersatz von Retinol wirkt sie dazu entzündungshemmend, beruhigt und unterstützt ein gesundes Hautmikrobiom. Kann entweder dicker aufgetragen, abends nach der Reinigung auch als Crememaske einwirken. Nicht reizend, für die empfindliche Haut geeignet. Finde ich tatsächlich toll. Es stört mich jetzt auch nicht, dass das zwei Produkte sind, weil ich kann die ja miteinander verwenden. Finde ich toll. Gefällt mir. Dann haben wir etwas Kleines, und zwar von Olution wieder was, ein Headliner. Ja, der wird auf jeden Fall zu euch in die Verlosung wandern, den habe ich schon. Ich glaube, der war leider auch in der Fairybox drin, finde ich natürlich nicht so toll, das wisst ihr. 100% natürliche Inhaltsstoffe und 25% Plantis Bio Organics Extract. Habe ich leider schon. Wird weiter wandern. Oder war der in der Goodiebox drin? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon, deswegen wandert der zu euch in die Verlosung. Olution Eyeliner kostet 23 Euro. Wollt ihr mich verarschen? 4,5 ml kosten 23 Euro. Also seht es mal, ihr könnt einen 23 Euro Eyeliner bei mir gewinnen. Dank der besonders feinen Spitze und der angenehmen Textur lässt sich dieser Eyeliner besonders einfach auftragen. Die pflegende und schützende Formulierung trocknet schnell und bietet einen guten Halt. Tipp: entlang des Wimpernkranzes von innen nach außen auftragen über 25 Bio-Pflanzenextrakt. Wird, wie gesagt, zu euch in die Verlosung wandern. Ich hab den schon. Also da bin ich mir sicher, dass ich den schon habe. Dann dürfte noch ein Produkt drin sein. Ich gucke jetzt rein. Hier ist es, weil das andere ist das Gute, glaube ich. Und zwar haben wir hier noch von Tee-Kampagne ein. Okay, das lese ich später vor. Ich glaube, das ist nämlich auch das Zusatzprodukt. Puro Bio for Skin. Emily. Mascara Viso in Cellulose. Face Sheet Mask for Dry Skin mit organischem Aloe Vera Juice. Also Saft. Good Morning Maske. Die sieht ja süß aus. Oh, bis 3.23 aufbrauchen. Da habt ihr mir nicht viel Zeit gelassen. Puro Bio bzw. Fairy Box. Ah, finde ich jetzt nicht so toll, dass die nicht so lange hält. Muss ich schnell aufbrauchen, wir gleich runterwandern. Und zwar Puro Bio Emily Good Morning Sheet Mask, Originalgröße 15 ml, kostet 5,89 Euro, ist schon viel für eine Gesichtsmaske. Aber es gibt teurere. Für den Energiekick am Morgen sorgt diese bis in die tiefe Feuchtigkeit spendende Tuchmaske mit Koffein und Hyaluronsäure. Oh, Koffein ist immer gut. Sie pflegt und erfrischt mit Bio Aloe Vera, schenkt der Haut Elastizität und lässt sie den Stress des Tages vergessen. Zusätzlich umspielt sie zart-süße Duft. Spielt der zart-süße Duft deine Sinne? Tipp: ist auch am Nachmittag herrlich angenehm. Da fände ich es jetzt tatsächlich toll, dass die, so wie die Gusterbox draufschreiben muss, bald aufgebraucht werden, wenn es wirklich bis 3.23 bis heute tatsächlich. Da können Sie sich ein bisschen ein Beispiel an die Gusterbox nehmen, obwohl ich auch sagen muss, es ist natürlich so, dass Naturkosmetik einfach nicht lange hält. Also da muss man auch gucken. Kann man jetzt so sehen oder so sehen? Ich fände es besser, wenn es so wäre, also wenn da was drinstehen würde, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es nicht drinsteht. Einmal die Maske und dann kommen wir zum Goodie. Und das ist ein Riesen-Goodie. Von Teekampagne tatsächlich was. Und zwar Assam Tongangaun Gartentee Second Flush. Feines Tippy Golden Flowery Orange Pecue. Pecue. Keine Ahnung. Was ist denn das? Na, Gütesiegel. Ist auf jeden Fall Fairtrade und alles. Für ein Kännchen ca. 500 ml einen Esslöffel Teeblätter, ca. 4 Gramm kochendem Wasser übergießen und ca. 3 bis 5 Minuten warten lassen. Dieser Tee ist original verpackt. Ja, ich hätte gerne die Inhaltsstoffe. Ist das einfach nur dieses Tonganagaun? Aber sehen wir gleich, da wird aber noch was dazu draufstehen. Ich zeige euch erst schnell den Flyer, den wir dazu hatten. Die Kampagne in der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Und zwar haben wir da einmal, es gibt einmal den Darjeeling First Flush, ist ein Schwarztee. Darjeeling Second Flush, Schwarztee. Second Selected Darjeeling, auch ein Schwarztee. Dann den Darjeeling Earl Grey. Den Assam Second Flush, das ist jetzt der.
Mal gucken, ob der was für mich ist. Ich werde ihn probieren, aber es kann sein, dass mir der nicht schmeckt. Und zwar ist das ein kräftiger Schwarztee mit dunkler Tasse und vollem Aroma. Dennoch weichem Geschmack. Eigentlich habe ich es mit grünem Schwarztee nicht so. Mal gucken. Grüner Tee gibt es einmal und einmal den Gartentee. Oder ist das der Gartentee? Ach, das ist doch der Gartentee, oder? Gartentee, ja. Und zwar, unser Gartentee stammt aus jeweils nur einem einzigen Teegarten in Darjeeling und Assam und stehen bei Liebhabern hoch im Kurs. Ja, aber das sagt jetzt nicht, was das für ein Tee ist. Darjeeling, Assam, ach, das sind da, wo die herkommen, oder? Genau, und dann halt irgendwas über die Ding noch, über das, wo es herkommt. Qualität, die Einfachheit macht's. Wir denken langfristig. Unsere Kampagnenprinzip. Ja, sehr viel zu lesen, werde ich jetzt nicht alles durchlesen. Ja, hier. Teekampagne Assam Second Flush. Oh doch, das Second Flush. Gartentee Tonganaguan. Verstehe es nicht, was ist denn jetzt für Tee? 250 Gramm. Dieser Gartentee stammt ausschließlich aus dem Teegarten Tonganaguan. Die Verantwortung gegenüber der Umwelt stehen hier genauso im Vordergrund wie die Menschen und das Leben in der Teegärte, wo dieser wundervolle Tee angebaut geerntet wird. Die Tees dieser Sommerernte Second Flush sind besonders harmonisch und vollmundig im Geschmack, mit Nuancen von Malz, die in der Tasse appetitlich duften. Die Teekampagne wurde in... war Malz eigentlich? Er wurde 1985 von Professor Günter Faltin gegründet und erhielt 2021 die Golden Profi des European Green Awards. Bio Fairtrade Kufa P kostet 6 Euro. In langvoll starten das neue Jahr auf Instas Fairybox Team. Ja, dann werde ich den, denke ich, mal probieren. Das ist nicht dieser, ich glaube, das ist nicht dieser Schwarztee. Muss ich probieren. Keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Gesamtwert in der Box von 60,84 Euro. Da macht aber auch einiges der 23 Euro teure Eyeliner aus, den ich euch verkaufe. Ja, wir gehen nochmal durch. Einmal Tee als Gratisprodukt, finde ich mega. Einmal der wahnsinnig teure Eyeliner, der an euch geht. Ist halt doof, dass ich den schon habe, hilft jetzt nicht. Dann einmal das Sesamöl, bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Wie auf die Maske, wie gesagt, finde ich halt doof, dass die so schnell abläuft. Das Einzige, aber sonst toll. Und einmal das Set, finde ich, das ist eins meiner Favoriten hier drin. Das kleine Set hier. Also das ist eins auf jeden Fall meiner Favoriten. Sehr, sehr schön. Ja, und dann war es das tatsächlich wieder mit dem Video, beziehungsweise mit der Box. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie euch die Box so gefallen hat, würde mich mega interessieren. Und natürlich auch sehr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wie gesagt, die Goodie-Box kommt noch, die Coaster-Box. Ich glaube, die Brand-News-Entschädigungsbox, die habe ich schon online gebracht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auch noch hier eine Faith2B-Box stehen. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.